Yo Leute und herzlich willkommen zum 8. Rife and Life. Und yo, endlich gibt's wieder Videos. Und das ist auch das Thema, das ich heute ansprechen möchte. So, längere Zeit gab's ja jetzt schon wieder keine Videos mehr. Und wieso, das möchte ich heute mit euch klären. Da werde ich gerade mal eben auszoomen und neu fokussieren. Jo, und zwar ist das Ganze eigentlich relativ einfach. In der ersten Woche, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitags, ich habe mir auch gerade zuerst die Termine aufgeschrieben, allerdings hat der Drucker nicht funktioniert und darum habe ich die Daten jetzt nicht hier. Das war auf jeden Fall die Zeit, wo ich einen Bluescreen hatte. Ich werde euch jetzt mal eben hier oben, da so, da, so ungefähr, was einblenden. Also ich bleibe jetzt mal ein bisschen auf der Seite. Wegen dem Bluescreen eben oder welchen Bluescreen ich da hatte. Ich hatte einen Registry Error, habe mir dann aber in der Woche auch noch eine Samsung SSD bestellt und Windows 8. Habe das Ganze jetzt installiert und das ist auch der Grund, wieso diese Woche keine Videos kamen, denn dadurch, dass ich mir die neue SSD installieren, einbauen musste und auch noch Windows installieren musste, hatte ich natürlich mehr oder weniger eine Zeit lang keinen PC und das ist dann natürlich auch der Grund dafür, wieso es keine Videos gibt. Übrigens im Hintergrund fährt er immer wieder so ein. Weil da ein Glas steht. Muss mal eben zeigen hier. Deswegen. So. Mach das mal weg. Und ja, ich habe mir gedacht, ich setze mich heute bei dem tollen Wetter ein bisschen raus. Es war schon 16.30 Uhr oder so, aber das macht nichts. Es ist trotzdem schönes Wetter. Also die erste Woche, da kamen leider Gottes keine Videos aufgrund eines Bluescreens mit Registry Error. Und in der zweiten Woche jetzt kamen keine Videos, weil ich eben die SSD einbauen musste und Windows 8 neu installieren musste. Jo, im Hintergrund hört ihr übrigens jetzt den offiziellen Rife and Life Soundtrack. Der wird jetzt bei jedem Rife and Life im Hintergrund eingebaut werden, außer ich kann gerade mal nicht oder so. Aber der wird eigentlich prinzipiell jetzt in jedem Rife and Life eingebaut sein. Wie der heißt, das seht ihr jetzt hier unten eingeblendet. Steht auch immer in dem. Übrigens, wie findet ihr den Hoodie? Der ist. Oh, der ist toll, ne? Hoodie. Hey. Ja, neuer Hoodie so, ne? Kann man dann direkt auch mal Werbung machen hier für den Firma. das ist wie gesagt der Grund, wieso diese Woche kein Videos kam, letzte Woche auch kein Rife and Life kam. Allerdings wird es im nächsten Rife and Life geben. Wird es im nächsten Rife and Life ein paar Szenen aus Wien geben. Ich war mit dem Snackcraft in Wien und das ist übrigens in Österreich, weil die das nicht kennen sollten. Da wird es nächste Rife. Übrigens, ich mache hier gerade so, ne, weil Sonne so. Oh. Und es wird nächstes Rife and Life, wie gesagt, eben davon dann ein paar Szenen rausgeschnitten geben, die ich einbauen werde und so. Und ja, für diesen Rife and Life sollte es das dann aber auch schon gewesen sein. Erste Woche kamen keine Videos wegen der Registry Error und dem Bluescreen. Zweite Woche kamen keine Videos wegen der SSD und Windows eben. Es tut mir sehr leid, ich hoffe, ihr habt da Verständnis dafür. Aber es gibt jetzt ein kleines Special dafür, nämlich werden auf jeden Fall, da werde ich schauen, dass das Ganze eingehalten wird. Werden die nächsten Minecraft Singleplayer-Folgen auf jeden Fall mindestens bis Folge 50 alle 20 Minuten lang sein. Also damit ihr da auch ordentlich Stuff zum Schauen habt. Und ich versuche jetzt auch das Ganze wieder regelmäßig zu bringen. Ich weiß jetzt allerdings auch noch nicht, wie die Qualität hier ist. Und zwar aus dem Grund, weil ich ja Premiere auch komplett neu konfigurieren musste. Zum Beispiel übrigens, das waren alle Daten weg. Ja. Weil ich Premiere neu konfigurieren musste und dadurch natürlich dann auch eben alle Einstellungen weg waren. Auch die von Media Encoder, den ich ja zum Rendern verwende, leider Gottes. Übrigens, wenn ihr wollt, dass ich mal so eine kleine Desktop-Tour mache, was ich auf meinem Bildschirm habe, das geht jetzt noch nicht, weil ich noch nicht alle Programme drauf habe, aber in so ein, zwei Wochen als Rife and Life, dann könnte ich das gerne machen, schreibt unten rein. Und was es auch noch geben wird, es wird Rives PvP-Show geben. Rives PvP-Show. Und da werde ich jetzt mindestens einmal wöchentlich, das kommt übrigens unregelmäßig, werde ich einen Minecraft Player vs. Player oder PvP-Modus halt spielen, zum Beispiel auf Hive Survival Games oder. Und ja, da könnt ihr euch aussuchen, welche Spiele es für die Rives PvP-Show geben sollte. Das könnt ihr einfach hier unten rein in die Kommentare schreiben. Das würde mich sehr freuen, wenn ihr da ein paar Spielmodi reinschreiben würdet. Und jetzt beginnt auch der Nachbar mit dem Laubbläser, darum würde ich beginnen sagen, wir hören jetzt auf mit dem Video und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, kommentiert, abonniert, wie auch immer, haut rein und ciao! Hoja? Oh,